Wichtige Neuerungen für Rentner. Was sich im Jahr 2025 ändert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Bundesregierung hat ja eine Wachstumsinitiative für Deutschland formuliert, und zwar in den neuen Haushaltsgesetzen, die ab 2025 gelten sollen. Wir bekommen eine Babyboomer- oder die Babyboomer-Generation geht in Rente. Das sind die Jahrgänge von 1955 bis inklusive 1964. Wir werden den Deutschlandrekord an Altersrentenanträgen im Jahr 2024 erleben. Ich vermute, irgendwo bei 1 Million Rentenanträge und bewilligte Altersrenten. Immer mehr Leute gehen in Rente. Dem Arbeitsmarkt fehlen gut ausgebildete Fachkräfte. Unternehmen sagen und warnen, hier bahnt sich was ganz Schlimmes an, und die Bundesregierung, die aktuelle Bundesregierung, will dagegen steuern und hat verschiedene Maßnahmen, verschiedene Anreize sozusagen in der Wachstumsinitiative formuliert, die dann gesetzlich umgesetzt werden sollen oder werden, um damit Menschen im Alter, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, arbeitende Rentner sozusagen in Arbeit zu halten. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich starte jetzt einfach mal in die ganze Geschichte, was sich hier alles ändern soll. Meine Damen und Herren, schauen wir uns das mal an. Und zwar die erste wichtige Änderung: Es soll neue Anreize für längeres Arbeiten geben, und zwar eine sogenannte Rentenaufschubprämie. Hatte ich ja auch schon ein extra Video dazu gedreht. Arbeitnehmer, die ab Erreichen der Regelaltersgrenze keine Rente beziehen, sollen für den Nichtbezug der Rente eine abgabenfreie Prämie erhalten, und zwar als Prämie für entgangene Rentenzahlungen plus die von der Rentenversicherung eingesparten Beiträge zur Krankenversicherung. Das heißt also, die Rentenversicherung muss ja, wenn sie keine Rente bekommen, auch keine Krankenkassenbeiträge an die Krankenkasse zahlen oder keinen Beitragszuschuss an die Krankenkasse zahlen. Und das Geld sollen sie noch on top obendrauf bekommen. Ich hatte schon gesagt, das können mal locker fünfstellige Beträge werden. Für den einen oder anderen ist das sicherlich interessant, vor allen Dingen diejenigen, die zum Beispiel mit 68, 69 nochmal eine teure Anschaffung haben oder aber die zum Beispiel eine Dachreparatur haben oder die sich ein teures Hobby leisten oder in Urlaub fahren und der ist auch teuer, teure Schiffsreise. Da kann diese abgaben- und steuerfreie Prämie wirklich ein herzliches Willkommen heißen. Ja, meine Damen und Herren, dann geht es in die nächste Änderung, und zwar soll es für arbeitende Rentnerinnen und Rentner ein höheres Netto geben. Das heißt also, alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die nach der Regelaltersgrenze weiterarbeiten in einem Beschäftigungsverhältnis, das über der Minijobgrenze liegt, bekommen die vom Arbeitgeber an sich an die Rentenversicherung in Höhe von aktuell 9,3% gezahlten Arbeitgeberanteile plus 1,3% Arbeitgeberanteil für die Arbeitslosenversicherung auf ihr Netto ausgezahlt. Ob das dann die Auszahlung für sich gesehen dann wiederum steuerpflichtig ist, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Dazu habe ich in dem Positionspapier nichts gefunden. Aber das ist für arbeitende Rentner nach der Regelaltersgrenze wirklich geplant. Meine Damen und Herren, die nächste Neuerung, die ich wirklich auch total interessant finde, ist mehr Netto für Witwen und Witwer. Was passiert? Es wird ein neuer extra Freibetrag für Erwerbseinkommen in Höhe von 545 Euro eingeführt, und zwar zusätzlich zu dem derzeit schon bestehenden Freibetrag 1038 Euro, der seit dem 01.07.2024 für alle Arten von Einkommen netto gilt. Das soll sozusagen dazu führen, dass die an sich erwerbsfeindlich ausgerichtete Einkommensanrechnung bei der Witwen- oder Witwerrente hier dann das Eis bricht und sie dann weiter arbeiten gehen oder eine neue Tätigkeit während Witwenrentenbezug oder Witwerrentenbezug aufnehmen. Ja, last but not least und die vierte wichtige Änderung, das halte ich sozusagen auch für wissenswert, dass es Änderungen beim Grundfreibetrag, beim steuerlichen Grundfreibetrag geben wird. Und zwar hat Christian Lindner, unser Finanzminister, mitgeteilt, dass es eine rückwirkende Erhöhung zum 01.01.2024 des aktuellen Grundfreibetrages dann auf 11.784 Euro geben wird,
und ab dem Jahr 2025 wird der Grundfreibetrag auf 12.084 Euro erhöht. Das ist der Stand nach dem zweiten Jahressteuergesetz 2024. Da kann sich noch was ändern. Wir wissen, Sie wissen ja, das Gesetzgebungsverfahren wird im Oktober oder im September, Oktober 2024 losgehen. Aktuell, wir haben heute den 20.07.2024, sind wir in den Sommerferien. Das heißt also, der Bundestag ist jetzt in den Sommerferien. Da passiert erstmal nichts. Aber im September soll es ja dann in das Gesetzgebungsverfahren gehen. Ja, meine Damen und Herren, das ist sozusagen das Wichtigste, was es an Änderungen geben wird für Rentnerinnen und Rentner. Aber letzten Endes dürfte eines auch klar sein. Alles das, was hier an Änderungen geplant ist oder durchgesetzt wird, ist wirklich nur, ich sage es jetzt mal, Kleinkram. Ob Sie wirklich mit der Aufschubprämie oder mit den zu zahlenden Arbeitgeber-Arbeitnehmeranteilen glücklich sind und dann eine Entscheidung treffen, weiterzuarbeiten, das kann ich natürlich nicht wissen, aber ich vermute mal ganz stark, dass das nicht der wirkliche Zünder sein wird. Besser wäre es aus meiner Sicht gewesen, wir hätten hier Arbeitseinkommen von Rentnerinnen und Rentnern wirklich steuerfrei oder teilweise steuerfrei gestellt. Das wäre der wirkliche Zünder gewesen, denn im Grunde genommen wollen doch alle Rentnerinnen und Rentner, die weiterarbeiten, im Alter weiterarbeiten, doch nur eines wissen oder eines haben. Lohnt es sich für mich, weiterzuarbeiten? Wenn ja, wo habe ich meinen persönlichen Vorteil? Und den hätte ich sozusagen gesehen, wenn wir für alle einheitlich hier einen entsprechenden Freibetrag bei Erwerbseinkommen eingeführt haben. Aber ich vermute, Christian Lindner hat kalte Füße bekommen und hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das ist alles, das führt zu hohen Steuerausfällen bei Rentnerinnen und Rentnern. Das können wir nicht machen. Letzten Endes werden diese Einzelmaßnahmen, die ich hier skizziert habe, auch dazu führen, dass das Recht noch weiter verkompliziert wird. Aber wir warten ab, was kommen wird. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Steuerfreibetrag für Erwerbseinkommen. Wir wissen es nicht, aber letzten Endes, so sieht das aus. Näheres zu diesem Thema, zu Änderungen für Rentner im Jahr 2025, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich habe dazu einen extra Textbeitrag noch gemacht, können Sie mal draufklicken. Ansonsten, wenn Ihnen das Video gefallen hat, einfach Daumen hoch oder Sie klicken einfach auf unser Abo. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Ciao!